Was geht eigentlich mit Fitnessstudios? Wenn auch du dich nach dieser einzigartigen Mischung aus Ekel, Fremdscham und Verzweiflung über den Zustand der Menschheit sehnst, dann komm auch du zu Fitness Fuck My Life. Erleb auch du, wie sowohl dein Körperfettanteil als auch dein IQ sinkt, wenn aus jeder Ecke ein David Guetta-Song ballert, während darunter im Fernseher eine Folge Lenzen und Partner läuft. Erkenne auch du die Sinnlosigkeit deines Seins, wenn du 30 Minuten auf der Stelle läufst und das Laufband dir sagt, dass du exakt 17 Kalorien verbrannt hast. Oder komm auch du mit zur Rückenschule, wo du zweimal wöchentlich zwischen lauter Omas lernen kannst, dass ein Leben über 70 keinen Zweck hat. Das heißt, falls überhaupt Platz ist, denn im Zweifelsfall hocken auf zwei Drittel aller Geräte ja irgendwelche Jennies und trainieren vor allem ihre Sprachmuskulatur. Jessica, ihr seht euch doch eh in 2 Stunden im Solarium wieder. Oder in 6 Stunden bei irgendeiner beschissenen Halligalli-Drecksau-Party in irgendeinem bekackten Innenstadtclub. Ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio, um irgendwelche Leute zu treffen. Ich gehe dorthin, um zu verhindern, dass man mir meinen katastrophalen Ernährungsstil ansieht. Ich will hier genau so viel Zeit verbringen, damit ich mir beim Blick auf meinen Kontoauszug erfolgreich vorlügen kann, dass einmal im Monat 15 Minuten trainieren schon irgendwie 30 Euro wert ist. Stefan, du musst nicht, wenn du fertig bist, das Gewicht noch um 50 Kilo hochsetzen. Niemand nach dir denkt, wow, der Typ war aber super stark. Vielleicht sind ja doch nicht alle Leute mit Freiwill-T-Shirts Vollidioten. Und wenn du nur halb so oft die Papiertücher und das Desinfektionsmittel benutzen würdest, wie du im Spiegel prüfst, ob dein Brustumfang schon größer geworden ist, dann müsste auch niemand in deinem ekligen Arschschweiß sitzen. Geh in den Freihandelbereich zu den anderen Anabolika-Arschlöchern, du Penner. Und Svenja, hörst du bitte auf zu stöhnen? Oder sind da irgendwelche Noppen auf den Sitzen, vor denen man sich in Acht nehmen sollte? Ich will nicht wissen, wie du klingst, wenn du einen Orgasmus vortäuscht, obwohl dein Steroidstecher da drüben sowieso keinen mehr hochkriegt. Nein, ich meine nicht sie. Ich telefonier grad. Tolle Arme übrigens. Könnte ich mich ein bisschen drüber aufregen. Mach ich aber nicht.